Hallo zu einem neuen Livestream zur Chimp. Es ist heute soweit gewesen, die OnPC ist nun online. Und daher mache ich mal einen kurzen Livestream dazu und zeige euch einfach mal so die Basics. Ich habe jetzt keine Dokumentation dazu gefunden, wo jemand erklärt, wie man das Ganze installiert. Daher von mir ganz kurz die Erklärung: Ihr braucht VMware Workstation. Ich führe das Ganze gerade auf einem Windows-PC aus. Das hat bei mir zum besten funktioniert. Ich habe es auf dem Mac probiert, ich habe es nicht auf Anhieb zum Laufen gekriegt. Aber es funktioniert wohl auch, da war ich wohl etwas zu ungeduldig. Genau, ihr installiert euch einfach mal die VMware Workstation und dann kriegt ihr oder könnt ihr die Datei von Highlight downloaden. Der Link ist unten in die Kommentare drin. Das Ganze macht ihr dann mit Open Virtual Machine und öffnet die Datei und schon habt ihr hier eine OnPC stehen. Ja, dann kann man hier auf den Power-Knopf drücken und die Chimp bootet. Tut mir leid, ich bin leider etwas verschnupft und muss daher hin und wieder mal husten oder mich räuspern. Die Chimp bootet hier wie gewohnt hoch, ohne Probleme. Ich mache jetzt hier oben, das seht jetzt ihr glaube ich nicht, ich mache jetzt hier einfach mal das Fenster etwas größer und mache hier einen Fullscreen. Ja, bei mir ist er jetzt hochgefahren und wie ihr jetzt seht, passt das Fenster nicht ganz exakt rein, so dass hier unten was weggeschnitten ist, was etwas schade ist. Von daher kann ich die Alt-Taste gedrückt halten und den Mauszeiger irgendwo hin tun und drücken und kann mir das Fenster dahin schieben, wo ich es brauche. Ich öffne jetzt hier einfach mal meine Show. Und ihr seht schon, es schaut eigentlich alles aus wie gewohnt. Es hat sich also am Design überhaupt nichts geändert, aber am Funktionsumfang hat sich nichts geändert. Es gibt ganz unten eine zusätzliche Leiste, wo jetzt hier mein Main Screen ist. Und wenn ich hier auf Highlight Infinity Series klicke, bekomme ich hier mein ganz normales Tastaturlayout. Ich kann auch hier meinen externen Screen aufmachen, wenn ich einen zweiten Bildschirm habe. In dem Fall würde ich es jetzt einfach drüber tun, wenn ich ihn aufmache, sodass ich ganz gewohnt, wie gewohnt auf zwei Bildschirme auch arbeiten kann. Was hat sich geändert? Eigentlich nichts. Also ich habe keine großen Änderungen gefunden zur Version 1.10. Ihr braucht die Version 1.10 auf eurer Konsole, damit die Showfiles untereinander kompatibel sind. Ich habe das Ganze schon ein bisschen und habe damit schon eine Zeit lang spielen können. Und mir sind so ein, zwei Sachen aufgefallen. Ich finde es hin und wieder etwas träge, obwohl es hier auf einem sehr potenten System läuft. Aber es hat so, wenn ich mir hier oben durchklicke, es hat schon so ein bisschen Umschaltzeiten. Und der Rechner, wo jetzt hier die Simulation drauf läuft, ist ein i7 mit 16 GB RAM und einer richtig dicken Grafikkarte. Und trotzdem fühlt sich so ein bisschen träge an. Aber das ist echt zu verkraften. Ansonsten funktioniert es wirklich gut. Ich habe es viele Stunden schon laufen gehabt, habe damit ziemlich viel rumgespielt und es ist mir noch nie abgestürzt. Und das ist schon mal sehr gut. Dann werden derzeit, also so wie ich es jetzt hier habe, sind keine Outputs belegt, weil ich habe das Bananawing nicht angesteckt. Es gibt die Möglichkeit, ja das Bananawing anzustecken. Und dann werden diese zwei Artnet-Universen freigeschalten und ihr könnt zwei Universen ausspielen. Ich finde es etwas schade. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er wenigstens ein Universum ausspielt. Und also ein Universum kostenlos über Artnet und nicht, dass ich immer das Bananawing mitziehen muss, weil irgendwie als kleine Standalone-Lösung, um mal schnell irgendwie ein paar bisschen Ambiente-Licht zu machen, finde ich es ziemlich umständlich, da ein Bananawing mitzuziehen und das dann
überordnet auszuspielen oder über das ba oder ich glaube es, dass es auch über die Banana Wing Outputs funktioniert, was ich aber nicht getestet habe, ob die DMX Outputs am Banana Wing dann ausspielen. Werde ich aber noch testen. Aber trotzdem, weil dann nehme ich mir eher eine Grandma mit, die Dot. Die spielt nämlich in der On-PC ein Universum kostenlos übers Artnet aus, was einfach für kleines Ambientelicht dann schneller geht. Also finde ich schade, weiß nicht, warum das so gehandelt worden ist. Aber vielleicht wird es ja noch nachgeliefert. Ich werde euch im nächsten Livestream einmal die Funktion, also einmal erklären, wie installiert man es komplett vor Grund auf und wie kriege ich das der Banana Wing dran zu laufen. Weil es hat bei mir nicht auf Anhieb sofort funktioniert und ich habe doch ein bisschen gebastelt, bis ich es hinkaut hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt am Ende hat es wirklich gut funktioniert. Das Banana Wing reagiert ohne Verzögerung oder hier die Chimp On-PC reagiert ohne Verzögerung auf Tastendrücken vom Banana Wing. Und dafür ist es echt in Ordnung. Mehr kann ich euch momentan gar nicht dazu zeigen, weil ich wollte jetzt einfach nur mal kurz so einen kleinen Überblick geben, wie funktioniert es, wie sieht es aus. Und ja, es funktioniert gut und es sieht gut aus. Es ist ganz putzig, um daheim irgendwelche Sachen nachzubenennen. Ich finde es aber auch hin und wieder echt, ein paar Sachen finde ich umständlich, weil ich vielleicht einfach die Funktion noch nicht gefunden habe. Wie das mir immer, wenn ich hier irgendwas umbenamse, springt mir hier unten das wieder, mein Tastaturlayout wieder zu. Vielleicht kann man das auch fixieren auf der Oberfläche und ich weiß es einfach nicht. Aber falls es jemand weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Vielleicht gibt es auch einen Shortcut, um das schneller einzublenden, den wo ich einfach nicht weiß. Es wäre super, wenn jemand schon mehr weiß und mehr kann, dass es mal einfach in die Kommentare schreibt und mit uns teilt. Ja, das fürs Erste zur On-PC. Oh, genau, es gibt hier noch mit rechter und linker Maustaste kann man hier das Ganze nach links und rechts drehen. Aber ich kann es nicht greifen, was ich irgendwie komisch finde, weil ich würde das gerne irgendwie mit der Maus greifen und dann drehen, aber das geht nicht. Ich kann hier nur mit linker und rechter Maustaste drauf und es dreht sich dann auch hin und her. Aber alles eine Geschmackssache. Genau. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ich glaube, das nächste, also mal das, die Komplettversion wird wahrscheinlich als Video kommen und nicht als Livestream, wenn ich das Ganze installiere, weil das dauert doch ein bisschen. Und dann kann ich euch da skippen und das ein bisschen kürzer schneiden und ihr müsst mir dann nicht irgendwie eine Stunde lang beim Installieren zuschauen. Alles klar, dann schönen Tag, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.